Seien Sie ganz herzlich willkommen bei Your Friend. Das heutige Thema, was wir Ihnen anbieten dürfen, ist Loslassen lernen. Übrigens nicht nur auf Menschen bezogen, sondern wir wollen auch das auf Formen, bedeutet auch auf Dinge beziehen in diesem heutigen Video. Wenn wir in einer Beziehung sind, in einer Beziehung waren, dann wissen wir alle, wenn diese Beziehung dann zu Ende geht, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann empfinden wir Trauer, Schmerz. Selbstverständlich geht es uns dann nicht gut. Und manche essen dann auch weniger, manche schlafen schlechter, manche stürzen sich in die Arbeit. Also vieles, um vor dem jetzigen Augenblick wegzurennen. Wir konfrontieren uns nicht mit dieser jetzigen Situation. Natürlich ist diese jetzige Situation, wenn es darum geht, die Entscheidungen zu treffen oder getroffen zu haben und tatsächlich vor kurzer Zeit und auch vor längerer Zeit eine Partnerschaft beendet, eher aktiv oder eher passiv, spielt keine so große Rolle, dass wir dann uns nicht gut fühlen, dass wir aber sehr, sehr häufig vor dieser Situation auch gedanklich, vor allen Dingen gedanklich wegrennen. Wir ergreifen die Flucht. Und das Loslassen lernen ist, wie die Worte schon darstellen, schon ausdrücken, es hat etwas mit Lernen zu tun. Und ja, man kann es lernen, selbstverständlich. Und der erste Schritt dazu ist, sich dessen bewusst zu sein, dass man sehr, sehr häufig wegläuft vor der Situation und das eben nicht tun sollte. Bleiben Sie einfach in dem jetzigen Augenblick. Bleiben Sie in der Gegenwart. Gehen Sie nicht zurück in der Vergangenheit. Was machen Ihre Gedanken? Sie denken, oh, wie schön war es doch, die Monate, die Jahre zusammen mit meiner Freundin, mit meinem Freund. Ja, waren schön. Ist eine Erfahrung, das war's. Was gestern war, ist gestern. Das Vergangenheit, die ist vergangen. Da haben Sie keinen Einfluss mehr darauf. Und Sie haben sich entschieden. Passiver, aktiver, wie auch immer. Also die Entscheidung ist gefallen. Oder Sie gehen in die Zukunft mit Ihren Gedanken und sagen, oh, finde ich denn überhaupt noch einen Partner, eine Partnerin? Ich bin ja schon so alt, ich bin ja 27 oder 37 oder 47 oder 57 oder 67, wie auch immer. Das machen die Gedanken. Na, selbstverständlich finden sie wieder jemanden. Natürlich. Wenn sie offen durch die Welt gehen, sagen wir mal so, sie wissen, was wir meinen, senden sie natürlich die Signale, sie sind offen für eine neue Partnerschaft und der Richtige, die Richtige, kommt zu Ihnen dann automatisch ins Leben. Loslassen lernen. Hat etwas zu tun mit der Situation und dass Sie die Situation wirklich annehmen im jetzigen Augenblick. Und ja, es ist schwierig, es tut weh und Sie haben auch Gedanken, selbstverständlich, das ist normal, werden sich dessen bewusst, dass Sie diese Gedanken haben. Und stellen Sie sich diesen Gedanken und dann führen Sie Ihr Leben einfach weiter, freundlich weiter, friedlich weiter. Die letzte Partnerschaft, die Sie hatten, die nun zu Ende ist, war grundsätzlich eine sehr schöne. Sonst wären Sie wahrscheinlich nicht mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin zusammengeblieben. Nicht so lange zusammengeblieben. Ist doch wunderbar. Dass es dann im Endeffekt nicht geklappt hat, dafür gibt es dann immer Hunderte, Tausende von Gründen, spielt aber jetzt auch keine Rolle mehr für Sie. Und wenn es jetzt keine Rolle mehr für Sie spielt, müssen Sie nicht festhalten an Gedanken. Und durch die Gedanken wollen Sie am Partner, an Ihrer Partnerin festhalten. Sie merken also, es ist eine Illusion. Es ist ein Gedankenkonstrukt, nicht mehr. Und indem Sie das erkennen, können Sie loslassen. Und indem Sie loslassen,
atmen sie wieder und sind wieder präsent, sind wieder da und sind wieder offen für Neues. Im Privatleben, gilt auch fürs Businessleben, gilt für alles. Es gilt genau dasselbe auch für Dinge. Ein schönes Fahrrad ist ein schönes Fahrrad und ein schönes Moped ist ein schönes Moped und ein schönes Auto ist ein wunderschönes Auto, ganz bestimmt. Wenn Sie sich dessen gewahr werden, dass es alles nur Dinge sind, ein Möbelstück oder eine Immobilie, eine schöne Aussicht ist auch ein Ding, Gedanken sind Dinge, Energie sind Formen, sind Dinge. Wenn Sie sich dessen gewahr werden, dass diese ganzen Dinge kommen und gehen, sich dauernd verändern, dann verspüren Sie auch gar nicht den Drang, sich mit diesen Gedanken hundertprozentig zu identifizieren, weil die kommen und gehen. Ein Auto kommt und geht, sogar eine Immobilie kommt und geht. Und das gilt für Dinge genauso wie für Menschen, für Partnerschaften. Kommen Sie an, hier und jetzt, seien Sie präsent. Sie werden dann Freude spüren. Wenn eine Partnerschaft zu Ende geht, ist sie zu Ende. Es ist traurig, Sie werden leiden. Nehmen Sie es an. Atmen Sie durch, öffnen Sie sich wieder. Schon kommt vielleicht ein neuer, freundlicher, zu Ihnen passender Mensch in Ihr Leben. Und damit wollen wir das Video beenden. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen haben zum Thema, sehr, sehr gerne. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind auch auf den sogenannten Social Media präsent. Auch da können Sie etwas hinterlassen. Würde uns sehr freuen. Machen Sie es gut. Tschüss, wenn Sie mögen. Bis zum nächsten Mal.